Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Gast. Simulator. Wir können leider nur Karrieremodus spielen, weil die anderen hier alle, wie man kann, nur zum Kaufen ist. Vielleicht mache ich auch irgendwann die Kochschule, aber erstmal mache ich den Karrieremodus. Beschreibung, die will ich jetzt aber nicht genauer angucken. Quanta Modus. Doch die Pros hier, den Cooking Simulator, oder? So. Genau, dann lädt es einmal. Mach mal kurz ein Quality Cut Cut. So, da bin ich wieder. Mit dem Kochen. So, allerdings. Vorbereitungsphase. Verwende den Laptop, um ein Rezept. Was ist denn hier im Laptop? Das ist ein Messer. Hier steht, ich soll den Laptop verwenden. Hier aber. Verwende den Laptop, um ein Rezept. Ach, hier! Ah, bin ich. Kann man nur so blind sein. So. Rezeptmanager soll ich machen. Hier soll ich irgendeins anpinnen. Ach. Hier besser. Pin das einfach an. Angepinnt. Ja. Aus anscheinend. So. Was soll ich jetzt machen? Last Stage. Steak und gekochte Kartoffeln. Ja, die haben. Nimm Lachsfilet 210 Gramm. Finde ich. Okay, hier ist ein X. Ich hab dafür 3 Minuten Zeit. Ja, gut. Wo ist das? Würzen mit Salz, ja. Aber wo? Oder muss ich das kaufen? Weil ich finde jetzt so im Moment. Gucken wir mal, ob wir das kaufen müssen. Fähigkeitenmanager. Im Besitz. Ich habe 3 Sachen, die ich im Besitz habe. Und den hier habe ich angepickt. So. Aber ich weiß nicht, kaufen soll. Geht irgendwas mit Dings? Keine Ahnung. Was denn hier? Nee, das. Okay. Vorbereitungsphase überspringen. Nee. Ich verstehe nicht. Das kann ich nicht an. Der hier nirgends. Da kann ich auch. Hier ist auch nichts. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich mache einfach mal überspringen. Bestellung. Nimm Forelle. Ja, wenn ich wüsste wo, dann könnte ich es auch nehmen. Oh. Doch B. Doch langsam zu dumm. Jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht, wo das ist. Oh. Also, hier ist das. Lachssteak. Nee, ich weiß nicht. Ach, ich soll Forelle nehmen. Nein. Dann kann mir das auch einmal mal sagen. Geh wieder nach. Nee. Rein.
Okay, also ich soll die Forelle nehmen. 110 Gramm. Oder? Nee, das ist das Falsche. Und nimm Forelle 200 Gramm. 200 Gramm, so. Würzen mit schwarzer Pfeffer. Warte, ich soll das. Hier irgendwo ein Teller. Pfanne nehmen. Peace. Oh. Oder? Da bin ich gerade rausgetappt. Nehmen wir einfach die Grillpfanne und packen das da einfach rein. So, da rein. Ja. Jetzt brauche ich Salz. Doch hier sein. Salz. Hier irgendwo Salz. Da, Salz. Salz, Salz, Salz. So. Forelle. Ach so, gar nicht wie viel. Also. Viel Salz. Pfeffer. Oh. Da soll kein Salz dran. Da. Schwarzer Pfeffer soll das. Okay. Nimm mal den schwarzen Pfeffer. Schwarzer Pfeffer hier. 5 Gramm soll da rein. Okay, dann machen wir nochmal hier diese schöne Forelle mit 5 Gramm. Oh. 6 Gramm schon. Jetzt ist. Perfekt. Mann. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das soll ich auch holen. Will das hier. Okay. Oh. Auch 5 Gramm. Ne? Warte, ich muss mal kurz gucken. Getrocknet, ja, 5 Gramm. Also alles ist 5 Gramm, das ist schon mal gut. So, oh. So, und dann nochmal Dill. Auch 5 Gramm. Ach, ein bisschen. Auf ein Backblech. Backblech, Backblech, Backblech. Backblech, Backblech. Das muss auch hier hin. Weil hier vorne ist halt. Ist kein Backblech. Okay. Dann muss das ja irgendwo bei einem Ofen sein, aber hier ist nirgendwo ein Ofen. Wo ist hier ein Ofen? Backblech. Ein Backblech. Muss ja irgendwo hier drinnen sein, aber hier ist. Auf ein Backblech legen. 90 Sekunden lang backen. Würzen mit. Ja, ach so, das soll ein 9. Ah, ja. Ich verstehe, aber ich finde hier kein Backblech. Das ist eher dieser. Auch nichts anklicken. Das hier. Das ist ein Backblech. Ach, hier, Backblech. Ah. Kommen Sie. Eben. Kann es nicht nehmen. Ich es nicht nehmen. Ah, jetzt. Ah. Menschenskinder. Da kann ich so. Ja, du blödes Fisch. Drauf. Abblechen nehmen. Jetzt soll das wahrscheinlich hier rein, ne? Auf. Anschalten. Ah. Also 90 Sekunden lang nur Dingsen.
Rating, Temperaturbürger. Hier schalte ich es an. Steht da Breaking. Hier steht nur 90 Sekunden lang Backen. Backblech legen und dann 90 Sekunden lang Backen. Das hier Backen. Das ist ja nicht an. Geht. Backen heißt doch in einem Ofen. Ist denn jetzt gebratener Lachs? Ah ne, es ist gebraten tatsächlich. Es war richtig. An. Okay, weiter. 90 Sekunden soll es dann backen. Würzen mit Meerrettich getrocknet. Ja, das kann ich ja schon mal holen. Das hier. So, dann hole ich schon mal. So. Ob es jetzt rauskommt. Nämlich. Aber wo sieht man denn, dass das dann auch 90 Sekunden lang gebacken hat? So, jetzt müsste es fertig sein. Hoffe ich mal. So. Dann mit diesem mehr und Dingsbums auch 5 Gramm, ne? Auf einen Teller geben, heiß servieren. Euch einen Teller. Ja, ich denke mal diesen Teller hier, ne? Weil da steht nicht, was für ein Teller. Nee. Oh, komm her, Forelle. Die nicht nehmen. Ach so, weil die zu heiß ist wahrscheinlich. Aber wie soll ich die sonst drunter bekommen? Leute, ich muss noch mal kurz gucken, wie das geht. Weil ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Kann nur das hier nehmen. Ah, man muss das mir erstmal einer sagen. Um. Ja, weg. Schlechtes Training. Naja, ich kann's nicht. Ey, weißt du was? Dann bleib da liegen. Nee, speichern. Speichern? Ich muss das mal kurz speichern, so. Nee, nicht laden. Nein, noch nicht verlassen. Ich habe keine Ahnung, wie es machen soll. Jetzt liegt dieser Fisch wieder da unten, ey. Der ist zu heiß. Kann ihn nicht aufheben. Mach das jetzt nochmal neu, ey. Das ist mir echt zu blöd langsam. Noch eine neue Forelle holen. Weil ich zu scheiße dafür bin. Ja, du. Dein Gast hat sein. Ja. Doch richtig schön. So. Jetzt lass es doch fallen. Meine Güte. So, was soll ich jetzt machen? Ja, das steht da natürlich wieder mal nicht, ne? Tomaten so.
zu einem Topf hinzufügen. Ja, da brauche ich aber auch erstmal einen Topf. Hier ist ein. Ja, du blöder Topf. Hinlegen. So. Salz. Hühnerbouillon. Der hier irgendwo drin ist. Auch Sahne. So. Hier, das. Gefunden. So, wie viel Milliliter soll der Wein? 700 Milliliter. Jetzt 5. Ich 700, okay. Ich habe zwar eine Riesensauerei gemacht, aber egal. So, jetzt brauche ich Salz. Salz, Salz, Salz. Salz. Da, Salz. Auch 5 Gramm? Ne, 12 sogar, okay. So. Dann schwarzer Pfeffer, das hier. Wie viel schwarzer Pfeffer? Auch 12. Cayenne, das ist hier hinten. Cayenne, Cayenne, Cayenne. Da, Cayenne. Mann. Cayenne Pfeffer, Cayenne Pfefferpulver, mein 6 Gramm. 3, 6. So, was brauche ich jetzt? Tomaten. Die sind da hinten und die soll ich anscheinend schneiden. Tomaten, Tomaten, Tomaten. So, eine Tomate. Tomato. So. 960 Gramm. 120, also brauche ich mehrere anscheinend. 60. Leute, ich würde sagen, ich beende hiermit das Video, weil ich habe keine Ahnung, wie. Also, ich habe jetzt eh keine Zeit mehr, hier in 50 Sekunden das zu schaffen. Von daher würde ich sagen, egal, wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall in der nächsten Folge das besser machen und auch, dass wir auch mal was schaffen. So, und jetzt was machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, schreibt gerne was in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.